Wacken in Schleswig-Holstein ist bekannt für Heavy-Metal-Musik. Bei Marion Reimers im Pferdestall werden aber ganz andere Töne angeschlagen. Sie ist Bibelerzählerin. Zwischen den Strohballen wollen es sich heute rund 40 Gäste gemütlich machen. Tatsächlich möchte ich gerne den Menschen etwas Gutes tun, der Seele etwas Gutes tun. Einfach auch, dass die Menschen sich hier für eine Stunde zurückgesetzt fühlen, sich wohlfühlen, einfach nochmal gucken, was ist eigentlich der Ursprung und hinterher zu sagen, oh, ich bin richtig runtergekommen. Von Haus aus ist Marion Reimers Bauernhofpädagogin, aber Geschichten aus der Bibel haben sie schon immer fasziniert. Seit knapp 2 Jahren organisiert sie die Erzählabende mit Musik und anschließendem Klönschnack. Eine biblische Geschichte, wie sie in der Bibel steht, finde ich manchmal auch für mich schwer zu verstehen. Und deshalb nehme ich mir die dann auch vor und gucke, wie kann ich die mit meinen eigenen Worten wiedergeben, sodass die Menschen das auch verstehen und es ihnen gut tut. Die Ausbildung zur Bibelerzählerin wird von der Evangelischen Landeskirche angeboten. Die Gäste kommen aus dem ganzen Umland, von jung bis alt. Wir wollten eigentlich Weihnachten im Stall. Dann sind wir krank geworden, ist ausgefallen und dann hat meine Frau die Termine weiterhin verfolgt. Und dann haben wir gesagt, Mensch, diesen Termin heute Abend wollen wir mal wahrnehmen und sind wir hergefahren. Und ich bin angenehm überrascht. Ich habe nicht so viele Menschen hier erwartet. Ich finde die Atmosphäre ganz toll. Ich fand einfach die Beiträge gut, sehr gut. Das Besondere ist, dass man ja einfach die Zeit vergessen darf und ja seine Gedanken mal neu sortieren vom Alltag und vom Trubel. Ihre Erzählabende bietet Marion Reimers meistens zu besonderen christlichen Festen an. Wer Interesse hat, kann der Bibelerzählerin auch auf Social Media folgen, bei Instagram und Facebook.